nehmt eure Kekse aus der Dose, dann Flauschi ist wieder da. Hallo. Und heute haben wir mal wieder was richtig, richtig Spannendes vor. Und zwar haben sich richtig viele gewünscht. Ich habe auch richtig viele Nachrichten dazu bekommen. Und zwar bauen wir heute eine... Ich verrate euch doch nicht, es ist eine Überraschung. Also, wir werden gleich noch Hilfe kriegen von jemand ganz Bestimmten. Und wir sammeln uns schon mal richtig viel rosa und weiß natürlich, so wie immer. So, und wir versuchen gleich beim Bauen so wenig Cuts wie möglich zu setzen. Denn wir wollen euch mal richtig zeigen, wie schnell sowas eigentlich geht und wie schnell wir eigentlich unsere ganzen Sachen immer bauen. Ich sammle mir jetzt mal eben die ganzen Materialien so zusammen. Hier haben wir auch noch Farbe, weißer Beton. Sehr gut. So, hier haben wir auch noch Glas. Ich hau direkt mal neuen Sand in die Öfen, weil wir brauchen bestimmt richtig, richtig viel Glas. Dann brauchen wir auch noch ein bisschen... Oh, was war das denn? Was ist denn hier los? Wir werden hier erst ein paar Kekse klappen. Oh, hey, Flauschi, was geht? Hey! Hast du gerade irgendwie Schaden bekommen? Nein, warum eigentlich nicht? Das hatte ich nämlich gehört, deswegen habe ich erst geguckt. Also, Candy, wir haben heute Flauschi, was geht ab? Was willst du machen? Wir haben viel vor. Willst du mir helfen? Na klar, ich bin immer dabei. Ich helfe dir immer. Ich habe schon die ganzen Sachen im Inventar. Wir können eigentlich schon direkt los. Wir schnappen uns hier die ganzen Schalker-Kisten noch. Was gibt's denn? Was willst du denn machen? Das ist eine Überraschung für die Zuschauer. Erstmal Hände waschen. So, was willst du jetzt machen, Flauschi? Ich muss das auspiepsen gleich, Flüsterst mir ins Ohr. Eine Feuerwehrstation. Okay, ich hab verstanden. Okay, let's go. Ich hab schon Glas in den Ofen. Wo gehen wir denn hin? Also, wo baust du das Ganze denn? Alter, warte mal, aber wenn du das wirklich durchsiehst, dann wird das das Krasseste, was du jemals gebaut hast. Auf jeden Fall, sowas gibt's noch gar nicht. Bleib bis zum Ende des Videos dran. Bleib bis zum Ende des Videos dran, um nichts zu verpassen. Sowas gibt's noch gar nicht auf der kompletten YouTuber-Insel. Das wird das allererste Gebäude damit sein. Und wo soll das hin? Ja, das ist jetzt die Frage. Ich habe noch keinen festen Platz. Es muss zentral sein, aber wir haben hier schon groß, keinen Platz mehr. Es ist halt viel los hier in der Stadt. Warte, hier vielleicht? Ja, wenn da in der Stadt vielleicht ein Feuer ist, wie soll da dann schnell jemand kommen? Mit einer Straße drüber und Elytra, das ist ja eine Elytra-Feuerwehr. Ich würde es hier hinbauen, sag ich dir ehrlich. Ja, okay, dann machen wir es hier hin, direkt neben die Flauschi-Statue. Ah, genau. Okay, was machen Candy. Wir als erstes? Wir stellen erstmal hier unsere Kisten auf und da machen wir unsere Materialien rein, damit wir auch beide auf alles zugreifen können. Ja, okay, okay. Und was genau bauen, also was wir bauen, weiß ich ja wie... Kannst du mir ein Foto schnell schicken, Bauplan und wir fangen direkt an. Lass uns eine Challenge machen, so schnell wie möglich das Ganze hochzimmern. Ich habe schon gesagt, ich versuche halt so wenig wie möglich Cuts reinzumachen, damit die Leute mal sehen, wie schnell sowas eigentlich geht. Da muss ich jetzt immer reden. Okay, Leute, okay, wir machen jetzt. Ich hab dir die Bilder schon zukommen lassen, wie es ungefähr aussehen sollte. Ja, das Bild habe ich offen. Oh mein Gott, ich sehe es. Okay, ganz schön kleines Bild, aber das sollten wir kriegen. Wir fangen direkt an. Flauschi, es geht los, go, 3, go, go. 2, 1, schneller, go. Schneller, schneller, los, 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 schneller. Aber die Wand in pink oder wie willst du die Wand bauen? Das, was da in rot, Hilfe, was da in rot ist, soll pink sein natürlich. Und wie weit nach hinten ist das Gebäude? Sag schnell, schnell, schnell. Mach einfach Freestyle. Okay, Freestyle wäre so jetzt, das reicht. Und jetzt hier weiter gerade durch. Genau. Oh Mann, Leute, ich bin ganz schön aufgeregt. Werden wir es schaffen in kürzester Zeit? Ich weiß es nicht, aber Flauschi, weißt du es? Meinst du, wir werden es schaffen? Ich hoffe, wir schaffen es. Oha, wir kommen sogar zufällig gleich raus. Ja klar, so, bam. Okay, ich bin ein bisschen langsamer als du. Okay, Flauschi, ich würde aber fairerweise sagen, Leute, wir machen Cut und dann ist der Boden jetzt genau, ja, das stimmt. So, Candy, wie sieht's aus? Ja, los, aber reicht die Größe? Ist es vielleicht ein bisschen zu, nicht lang genug, von links nach rechts so quasi? Ja, wir bauen hier noch so Garagen davor. Vielleicht auch eine reicht eigentlich, eine Garage. Ja, lass uns eine kleine Feuerwehr, ist ja auch ein kleines Dorf. Ja, genau, das stimmt. Kleine Feuerwehr, kleines Dorf. So, der Boden ist fertig. Sehr gut. Jetzt fertig das mal aus. Oha, und dann, Flauschi, was kommt als nächstes? Sag an, rede mit dir. Wir zimmern die Wände hoch. Boah, du bist ja ein richtiger Bauarbeiter, wie du redest. Aber wie hoch machen wir hier die? Jetzt, ist die Frage. So, dann ist hier die Decke oder ein höher als normal, so. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 hoch. Das sieht gut aus, so machen wir das. Ich mache mir nochmal schnell neuen Beton. Wir zimmern hier die Mauer hoch. Bist du auch Bauarbeiter? Ja klar, Candy Check Bau GmbH. Oha. Ich bin Bauarbeiter. Ihr habt jetzt auch eine Zentrale hier, ne? Na klar. Ich hab mir die noch gar nicht angeguckt. Die Rechnung kriegst du am Ende, ne? Das weißt du, oder? Nein, du bist doch hier, um mir freiwillig zu helfen. Hä?
Kriege ich keine Bezahlung? Du kannst einen Keks haben. Ja, das reicht eigentlich auch. Oh, sehr gut. Finde ich fair. Oh, ganz gut. Das habe ich nie erwartet, aber okay. Ganz gut. Ganz gut. Also, Ken, ich würde sagen, wir machen hier kurz die Wände hoch. Aua. Ja. Und dann. Wir sind ja schon fast fertig. Jetzt weiter. Brauchst du auch keinen Cut mehr machen. Nein, okay. Wir sind ja schon fast fertig. Gib mir mal mehr Beton rüber. Ey, schmeiß mal Beton rüber hier, du. Werf Leg mal ein bisschen Beton rüber. Danke, ey. Jo, danke. Ich baue noch nicht da, wo ich baue. Och, Mann. Chill mal, Alter. So. Wissen die Leute denn schon, was wir jetzt bauen? Sonst ratet mal in den Kommentaren. Schreibt mal in die Kommentare. Stimmt, schreibt es in die Kommentare. Was bauen wir hier gerade? Wenn es nicht schon im Titel steht. Huh. Oh, es steht im Titel. Nein, Leute, schaut nicht auf den Titel. So, wir härten hier alles ganz schnell aus. So. Ja. Dann geht es auch. Hast du noch neuen Beton? Nein. Ich mach dir schnell welchen. Härte du weiter aus. Oh, misch mal an hier, Meister. Ich misch das an, ey. Misch mal an den Beton, du. 32, reichen die? Wir wollen ein Dach haben, du. Noch ein Dach bauen. Oder muss ich neue Farbe holen? Hier der Beton. Ich geh schnell holen. Jo, hol mal ran hier auf den Meter, du. Leute, ich hoffe, ich krieg noch genug Farbe zusammengekratzt. Ich hab nicht mehr so viel. Vielleicht habe ich noch ein bisschen Knochenmehl. Dann kann ich ein paar Blumen vermehren. Aber wir müssen jetzt mal ganz schnell schauen. Ist hier irgendwo... Oh, da war noch pinke Farbe. Ich hab's gesehen. Aber Knochenmehl wäre trotzdem nicht schlecht. Ich hatte doch irgendwo Knochenmehl, oder nicht? Oh, Leute, das wäre ganz schön doof, wenn ich jetzt kein Knochenmehl mehr hätte. Hä, wo ist denn mein ganzes Knochenmehl? Oh, oh. Ach man, ja, dann muss das jetzt erstmal reichen hier. Wir fliegen... Oh nein, jetzt habe ich auch keine Raketen mehr, Manu. Ach man, so ein Mist. Sind hier irgendwo Raketen drin? Aber nee, hier waren noch Blumen, die klaue ich mir. Das war eh mal ein Heißluftballon, der hier stand. So, einmal rüber. Oh nein, jetzt muss ich da den ganzen Berg hochklettern. Okay, Leute, ich gehe hoch zu Candy, mach neuen Beton und dann sehen wir uns wieder. So, Candy, da bin ich wieder. Flauschi, ich baue hier schon mal hier vorne alles ab. Hier machen wir dunkelgrauen Beton hin oder grauen Beton. Ja, hört sich gut an. Dass das wie Asphalt aussieht und dann können wir mit einer Farbrolle können wir darauf malen, du. Und da, wo du Loch gelassen hast, hier kommt die Tür hin oder was, die Garage? Nee, das war nur Zufall, also wie du willst. Ja, können wir da auch hinmachen, dann brauchen wir da gar keinen Beton erst hinsetzen. Warte, ich mach mal einen neuen. Schmeiß mal Beton rüber hier, du. Muss mal hier im neuen mischen, ey. Misch mal Beton, du. So, ich bin Beton-Ultramischer. Bin ein bisschen langsam gerade, muss ich sagen. So, hier. Her damit, du. Ich härte aus, dass wir die Decke machen können. Jo, härte aus, du. Wie breit soll hier der Eingang sein? Ja, so 5 Blöcke, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, jo. Oh, Mist. So, ganz schnell aushärten. Ich glaube, meine Spitzhacke ist kaputt. Naja. Nein. Hast du eine OP-Spitzhacke kaputt gemacht? Nein, die habe ich gestern schon kaputt gemacht, aus Versehen. Was? Ja. Schande. Hey. Ja, das kannst... Das gibt die Todesstrafe. Was? Ja, kannst du es dann aushärten vielleicht? Mache ich gerade hier drin. Ah, Profi. Du bist ja vorbereitet. Schmeiß mir mal ein bisschen Trockenbeton rüber, du. Klar mache ich, warte. Warte. Schmeiß mal den Beton, das warte, ich schmeiß den Beton rüber. Ich hör mich an wie ein Pirat. Was ist das denn, ey? Hast du den Trockenbeton? Ja, es reicht doch irgendwann. Flauschi, Alter, chill mal. Reicht doch, Junge, hä? Sollen wir hier drauf oder eins drüber die Decke machen? Ach, hier drauf, okay. Sehe ich schon. So, wir ziehen die Decke rein, dann sehen wir uns wieder, Leute. Bis gleich, du. Bis gleich, wir sehen uns gleich, Leute. So, jetzt machen wir hier erstmal den Boden hin mit grauem Beton. Das sieht dann richtig gut aus. Wie so eine richtige Straße. So ein kleines Feuerwehrauto könnten wir auch mal bauen. Hör mal auf mit dem Wasser hier, hallo. Mann, ey. So. Ja, ich mach mal die Decke weiter, ja? Jo, mach mal. Ich hier aus, aber Feuerwehrauto ist eine sehr gute Idee. Flauschi, ganz kurz, ganz kurz. Wer ist denn ein Feuerwehrmann eigentlich? Ich? So wie ich alles bin. Oh. Na, ja, gut. Was heißt Feuer... Also, Candice, hast du es verraten? Jetzt muss ich piepsen. Ach so.
Man sieht es auch im Titel. Jetzt ja, weiß okay. Ich, Leute, wir bauen eine Feuerwehr. So, jetzt ist es raus. Oha, das hast du jetzt einfach so gesagt? Ja, Leute, bleibt da bis zum Ende dran. Das wird eine krasse Die wird richtig, richtig krass. Und wenn ihr mal einen 24 Stunden als Feuerwehrmann arbeiten sehen wollt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und schreibt uns in die Kommentare. Mir in die Kommentare. Genau. 24 Stunden Feuerwehr, wie cool wäre das denn? Dann brennt das ja überall wahrscheinlich. Ja, ich hoffe nicht. Kann ich frei machen. Ja, das stimmt. Dann kannst du frei machen. So. Ich mach so die Decke fertig. Ich zimmer schon mal Fenster hier rein, Matrose. Schmeiß mir mal Beton rüber. Klar, ja. Hier ist nochmal Trockenbeton. Boah, wie viel, hä? Das reicht ja echt. Wir sind ja schon fast fertig. Leute, das wird der schnellste Bauauftrag, den ich jemals erledigt habe. Oha. Ich krieg ja auch Geld dafür, oder, Flauschi? Zwei Kekse kannst du haben. So, hast Wasser du gesagt, es reicht. So, klar. Sorry. So, wir machen hier so ein, zwei Fenster rein, dass es hier nicht komplett dunkel ist. Ich kann auch Seelaternen noch holen. Nee, das passt schon. Wir machen normale Laternen einfach Roman rein. Roman Farbroller, du kannst mal vor der Tür was auf den Boden kritzeln. Ja, mach ich, warte. So, muss einen machen gehen. Bis gleich. Jo. So, Leute, machen wir mal einen neuen Farbroller. Ich weiß gar nicht, wo meiner hin ist. Ich glaube, der war kaputt. So, einmal hier ganz schnell runter. Wir sind heute richtig, richtig schnell unterwegs. Leute, aber ich glaube, ich habe keine weiße Farbe mehr. Wo kriege ich denn jetzt weiße Farbe her? Leute, ich habe hier nur einen gelben. Den nehme ich unten fast kaputten weißen. Vielleicht reicht der ja. Wir schauen mal, aber ich habe gerade kein Knochenmehl oder keine weiße Farbe mehr. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber vielleicht hat Kenny noch welche. Wir können mal bei ihm im Haus schauen. Oh, was fliegen denn da so viele Leute rum? So, wir gehen mal ganz fix zu Candy rüber. Wir fliegen einfach. So. Aua. So, jetzt kann ich ja hier rein. Ich weiß nicht, ob ich hier welche reingemacht hatte. Schau mal alles durch. Nee. Aber ich glaube, er hat unten Kisten. Perfekt, hier sind welche drin, die benutze ich jetzt einfach mal. Dann nehme ich mir auch noch was von seinem Essen. So, und dann sind wir bestens versorgt. Wie ging denn der nochmal so? Perfekt. Und jetzt ganz schnell wieder rüber. Kenny, hier bin ich wieder, ich fange jetzt an zu kritzeln. Lauschi, ich habe was umgebaut und zwar ist das ein Gerätehaus. Ja? Das heißt, hier sind mehrere Garagen. Ja? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das passt perfekt. Oha, wie cool. Machen wir jetzt einfach drei Garagentore rein. Ja. Und das ist ein Gerätehaus. Und dann machen wir da auch ein Feuerwehrauto, so was halb rausguckt und so, weißt du? So auf cool. Ja, das könnte richtig gut aussehen, sage ich dir, wie es ist. Jo, das ist richtig gute Idee. Na klar, ich hab ja von der Besten gelernt, nicht? Von mir? Vom Pixie. Ach so. Ja, erzähl mal ein bisschen, was malst du da jetzt? Red mal ein bisschen. Ich mach Striche. Ich wollte gerade mit meinen Zuschauern reden. Was plapperst du denn dazwischen, ey? Spaß, Candy. Ja, ich mache jetzt ein paar Striche, so die Eingangsstriche auch. Hier das alles, dass jeder weiß, wo er hin muss, nicht? Das sieht aber sehr gut aus, muss ich ehrlich sagen. Das wird richtig krass. Vor allem, wie schnell stand es denn jetzt hier? Also, wir haben ja jetzt 10 Minuten oder so gebraucht. Ja, ungefähr. Was denkst du, hier fehlt noch was? Soll ich hier noch was machen? Ich kümmere mich jetzt um den Außenbereich. Du machst jetzt nochmal innen vielleicht und das Gebäude an sich. Aber ich kümmere mich jetzt hier um Bäume und so weiter. Zebrastreifen. Deswegen spreche mich mal kurz nicht an. Mach mal deinen Kram da fertig. Okay, sehr gut. So. Dann machen wir hier so die Zebrastreifen. Sehen schon ganz gut aus. Was könnten wir denn innen noch machen? Ich mach mal die Glasscheiben hin. Ja, ist er wiedergekommen. Warte hier, mach hier noch ein paar Fenster rein. So, genauso wie da drüben. So, und jetzt machen wir da überall Glasscheiben. Die habe ich schon mitgebracht, zumindest ein paar. Können gleich noch welche holen. Wir bräuchten ja auch eigentlich so eine kleine Leitstelle, wo man anrufen kann, wo jemand dann im Büro sitzt. Vielleicht brauchen wir ein kleines Büro. Müssen gleich mal schauen, was Candy vielleicht sogar dazu sagen wird. So, ich habe hier schon vorgesorgt und Glas gebrannt. Mache ich da mal ein paar Scheiben draus. So. Das müsste reichen. 48, das sind voll viel. So, damit kann ich ja fast ein ganzes Haus bauen. Gehen wir schnell hier rüber. Was kennt ihr denn? Den gar nicht gesehen. So, aber richtig nett, dass Candy uns auf jeden Fall hilft, weil es wäre sonst echt viel alleine gewesen. Es ist eine ganze Feuerwehrstation. Wir haben leider keine so eine, kennt ihr diese
Rutschen, diese Stangenrutschen bei Feuerwehr, sowas haben wir leider nicht, weil es nur eine Stock, weil es nur ein Stockwerk ist. Aber vielleicht bauen wir irgendwann noch ein zweites Stockwerk oben drauf. Flauschi! Ja, Candy? Also, ich habe jetzt hier mal ein paar Bäume mitgebracht, dass das Ganze noch ein bisschen schöner aussieht. Und vor allen Dingen, jetzt kommt der Game Changer, nämlich. Ich habe hier diesen, das hier mitgebracht. Das bauen wir jetzt einmal rundherum. Das ja, sieht genau, sehr gut rundherum, aus, ja. Damit das auch von hinten nicht komplett doof aussieht, sondern dass man sich denkt, okay, hier wurde sich Mühe gegeben. Ja, wir müssen hier und das jetzt sind nur besondere Büsche, die können auch nicht in Flammen aufgehen. Das sind Feuerwehrbüsche. Oha, wie krass, wo hast du sowas denn gefunden? Im Feuerwehrladen. Hä, sowas haben wir? Ja, online. So passt, glaube ich. Sieht schon mal gut aus. Jetzt hier nochmal noch ein Bäumchen hin. Okay. Können da die Feuerwehrautos überhaupt noch rausfahren? Ja, klar. Ich hole noch mal ein bisschen Dings für den Boden, hier Knochenmehl. Und dann hauen wir noch einen Baum hier hin, dass das so ein bisschen versteckt ist. Aber wenn man weiß, wo es ist, sieht es gut aus. Wir könnten mal hier schon mal Straßen machen. So, Leute, ich mache hier mal die Wege, wo die Feuerwehrautos rausfahren können. Ich muss mal eben eine Schaufel craften. Kann ich mal den Block noch abbauen? Ich muss mir eben eine Schaufel machen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, Candy, ich mache jetzt erstmal so ein paar... Ja, wie kann ich dir helfen? Hier muss grauer Beton rein, weil wir brauchen da auch Straßen, wo die Feuerwehrautos langfahren können. Ja, okay, so, bam, ja. So, und das müssen wir irgendwie die drei in eine Straße, damit die runter zur Stadt kann. Drei in eine Straße, verstehe ich nicht, aber ja, ich bin voll bei dir. Hier, diese drei Ausfahrten müssen jetzt in eine Straße. Warum? Ja, wo sollen wir? Warum machst du nicht nur einfach nur eine, die hier runter geht? Ja, okay, dann machen wir nur eine. Drei breit. Und drei breit auch nur. Wir lassen die gleich drei breit werden, das passt ja. Nein, so machen wir. Ja, okay, dann machen wir das so. Gut. Okay, weiter geht's. Leute, wir melden uns, wenn wir es haben. So, Leute, also Candy macht jetzt die Straße und ich baue hier jetzt schon ein kleines Büro hier rein. Hier kommt so ein kleines Büro hin. So. Da kommt dann diese Leitzentrale, von der ich gerade schon gesprochen habe, rein, damit man auch diese Anrufe entgegennehmen kann. So, machen hier auch eine Tür rein und hier kommt ein bisschen Glas hin, dass man auch rausgucken kann, was hier so abgeht. So, Glas habe ich sogar schon dabei. Da müssen wir gleich kurz zur Idea und einen Schreibtisch abholen oder, ja genau, wir holen einfach einen. Dann kommt hier natürlich noch so Bürozeug rein. Das ist mal eine Werkbank, falls man die mal braucht. So. Ich stelle die Schreibtische einfach schnell selber her. Das geht auch ganz fix. Oh, das waren ein bisschen viele. So. Haben wir drei Schreibtische. Dann brauchen wir noch einen Stuhl. Dann müssen wir das Holz einmal entrinden. Wusstet ihr eigentlich, dass man die Möbel auch selber herstellen kann? Die sind eigentlich richtig einfach und wenn man gerade keine Zeit hat, um zum IDEA zu gehen, passt es auch richtig gut. So, hier haben wir einmal hier einen Stuhl und hier einen Stuhl. Perfekt, jetzt machen wir hier noch alles über ein bisschen Deko rein und dann haben wir die ganze Sache schon erledigt. Richtig gut, richtig schnell. So, wir machen noch Türen, bauen die Werkbank wieder ab. Die kommt mal hier hinten ins Eck und dann kommen hier noch die Türen vorne dran. Das wird die Leitzentrale. Ich mache mal ein Schild und schreibe da was drauf. So, Schild ist hergestellt. Ich schreibe hier drauf. Feuerwehrleitstelle. Sehr gut, dann machen wir die beiden noch pink. Und jetzt müssen wir uns noch um Licht hier kümmern. Candy ist schon sehr fleißig dabei. So, wir fliegen einmal rüber und besorgen noch ein bisschen Licht. Und dann zeigen wir euch gleich, wenn die ganze Zentrale fertig ist. So, Leute, wir sind jetzt fertig. Ach, Candy hat hier die Straßenbemalung vergessen, Leute. Wir machen die mal noch schnell hier hin. So, einmal hier fix. So, ganz schnell so Speedrun. Und die Mittelstreifen noch. So. Perfekt. So, wir sind fertig mit der Feuerwehrstation. Ich baue da demnächst mal noch ein Auto hin und sowas alles. Das kommt alles noch, aber so das Grundkonstrukt steht jetzt. Wir haben hier unsere Feuerwehrleitstelle. Hier kann man hingehen, wenn es Probleme gibt. Und genau, das ist jetzt unsere Feuerwehrzentrale. Und jetzt, wenn es brennt, so wie bei Blackjack da drüben gerade schon, sehe ich, dann können wir ganz schnell handeln und das Feuer natürlich richtig schnell löschen. Ich werde jetzt noch hier meine Kisten mitnehmen. Nach Hause gehen und Feierabend machen, Leute. Das war es jetzt auch schon mit dem Video gewesen. Wenn es euch gefallen hat,
Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.